Okay. Muss ich mal eine Sekunde warten unter der Kamera, bis ich sie so den Autofokus hier reinstelle. So, wenn ich jetzt hier allein den dann die viele dieser, also Kameramann zu spielen und hier performen, das, okay, sehr gut. So, gut. Also, in euren Aufgabenstellungen steht, ihr solltet dieses Problem lösen mit Technologieeinsatz. Also möglicherweise habt ihr solche kleine schlaue Taschenrechner, die sowas können. Ja, es gibt solche. Tippst du das ein und sagst, denen, okay, berechne mir mal für mich den X. Und der tut das. Also, entweder kann meine Taschenrechner das nicht, oder ich kann das ihm nicht sagen, dass er das tun sollte. Ja? Aus dem Grund, also ich kann dieses Ding dafür benutzen, dass er ein bisschen so rechnet, aber sonst muss ich mein kleines Gehirnbeinchen mal so auch ein als Technologie ne, so einsetzen. So, also, wie kann man das sowas machen? Ja? Ja. Also, wir müssen irgendwie auf solche X-Werte kommen, wo wir dieser Wert sehr gut annähern. Ja? Ja, dann machen wir so eine kleine Änderung hier. Wir sagen jetzt hier 1000. Also 1,5 Millionen und jetzt hebe ich den x hoch 2 hier raus. X hoch 2 und bleibt in der Gleichung x minus 450. So, okay? Gut. Das ist eine schöne Sache. Und jetzt schaue ich jetzt diese Termin an. Wenn x ist eine kleinere Zahl als 450, ja? X ist kleiner als 450, dann ist dieser Termteil, also diese Klammer, ist eine negative Zahl. Hier, wenn x hoch 2, egal ob x positiv oder negativ, egal welche Zahl das ist, dann ist dieser Teil, also dieser Teil hier, ist immer positiv. Das heißt, abgesehen jetzt von dem Fall, x ist gleich 0, aber das lassen wir gesagt. Ja? So. Gut. Das heißt, wenn x kleiner als 450, dann multipliziere ich eine negative Zahl mit einer positiven Zahl. Und dann heißt es, das Ergebnis ist eine negative Zahl. Und das hier aber eine positive Zahl. Also das heißt, x kann nicht kleiner als 450 sein. Boah, das ist schon eine coole Sache, das muss man gut wissen. Also der x ist größer als 450. Also wir müssen mehr, also Betriebs Optimum liegt über 450. So, das ist schon genial. Gut. So, jetzt setzen wir die Technologie an. Ja, so berechnen wir das. 450 Also x ist 450, dann ist das 0, dann ist es 0. Also der Betriebsoptimum kann nicht 450 sein, das muss größer als 450 sein. Okay, gut. Dann probieren wir mal ein bisschen. So, machen wir mal 460. Okay? 460. 460, ich setze x ist 460. 460 hoch 2. 460 minus 450, das bedeutet, das ist jetzt hier 10. 10 mal 460 Quadrat. So, und jetzt setze ich wirklich meine Technologie hier ein. Also 460 mal 460 mal 10, bis was kommt raus? Wow, da kommt 2,116 Millionen. 2,116
Millionen. 2,166 Millionen. Und damit liegen wir über den 1,5 Millionen. Wow, was heißt das denn? Der Betriebsoptimum liegt irgendwo zwischen 450 und 460. Na, das haben wir schon dann schon ziemlich eng bestimmt. Das ist der Intervall von 10 Stücken. So, okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Das ist die sogenannte Halbierungsverfahren. Und probieren wir mal die 455 aus. Also 455 hoch 2, 455 minus 450. So, by the way, deine Technologie, Computer oder irgendwas tut das gleiche Verfahren, ja? Das sogenannte Iterationsverfahren, und sucht er so lang, halbiert er immer den Intervall und sucht er so lang, bis er zu einem bestimmten angemessenen oder akzeptierten Nähe zu dem Zielwert kommt. Okay, und das machen wir jetzt mit den Berechnungen, machen wir das mit den Namen. So, also 455 hoch 2, was ist das denn? 455 mal 455 mal 455 mal 450, das sind 5. Also multiplizieren mit 5. Ja, okay, 5, was kommt raus? Wow! Hey! Da kommt 1,035125. Okay. Boah! Da liegen wir unten. Na, das ist schon genial, ja? Also jetzt haben wir die Annäherung an den Wert schon sogar halbiert. Also jetzt ist es nur noch diese 3-4 Werte. Ja? Also wir liegen jetzt hier unter dem. So, dann nehme ich mal den 457, ja, hoch 2, 457, ja, okay, das, was heißt das denn? 457 mal 457 mal 7, boah! 1,463, das ist ganz nah. Okay, dann machen wir jetzt hier noch eine Erhöhung, ja, dann schauen wir mal, ob wir noch darunter oder darüber. 458. Hoch 2, 400. Wo liegen wir mal damit? So, also 458 mal 458 mal 8. Ne? 458, ja, mit 8. Boah! 1,678112. Damit liegen wir über den 1,5. Das heißt, hier müssen wir stoppen. So, das ist unsere Betriebsoptimierung. 457. Der nächste Stück Kommode, oder der 458. Das liegt schon über diesen Zielwert. Da gehen wir schon in einen unoptimalen Kostenertrag-Verhältnis. Also das ist jetzt unser Betriebsoptimum. 475 Kommoden produzieren wir, kein Stück mehr weiter. Okay, das war diese Aufgabe. Und bei der nächsten, da gibt es noch eine kleine Break-Even-Frage und damit Schluss ist dann mit dieses Problemkreis.